Ja, bestimmt, wo das Vieh kommt, ne? Ja! Das ist jetzt aber... Was ist denn da bei dem Spiel jetzt? Wie war das nochmal mit diesem komischen... So, was soll jetzt hier sein? Was soll jetzt hier sein? Ich hab's doch nicht so richtig. Ach, hier, oder was? Aha! Du hast ein goldenes Hunger benötigt, dafür hältst du ein Bildfragment. Also, das bringt mir was. Nichts. Gut, dann jetzt wahrscheinlich wirklich einfach nur auf den Typ einbügeln. Der wieder volle Magie hat. Aufs Maul, Kollege. Da greift es sogar an. Gut, ich glaube vielleicht... Es ist auch gut, wenn man... Immer die Magieleiste auffüllen und damit erst angreifen und dann füllt sich nämlich die gelbe auch schneller. Vielleicht ist das... Vielleicht macht das mehr Sinn. So, warte, jetzt sammle ich erstmal hier... Wenn ich denn wegkomme. Ein bisschen nur dieses... Ah, jetzt ist schon voll. Jetzt machen wir den hier. Nee, Quatsch, halt. Ich drücke mal den Bändel. Das ist ja auch nicht aufs Fassbrett für den Kugel. Jetzt fühlt sich aber nicht so schön. Hab ich auch schön nicht mal getroffen, weil er weggerannt ist. Na gut. Ich sehe auch nicht, ob er so einen komischen Ring oben drüber hat, wenn er den Angriff macht. Das ist so groß. Oh Mann, die ist so big! Ja, ansonsten nur einfach weiter draufhauen. Und nichts abziehen. Okay, das persönlich finde ich jetzt schon wieder ein bisschen... schäbig, muss ich sagen. Und das ist der erste Boss, im ersten Level. Ah, ja, mal wieder. Magic! Magic! Das ist so ein Ding. Dann haben wir noch so ein paar Magie-Dingens. Tierische. Ich will eigentlich bloß noch die Mission abschließen, dann sollst du für den letzten Ausland gehen. Dann sollte ich auch noch ein bisschen mehr von dem Spiel selber rausfinden. Aber ich glaube, es wird so alles nach dem gleichen Schema ablaufen. Ich sag mal so, es macht schon Spaß. Für zwischendurch mal eine Runde. Aber jetzt so also für mich persönlich zumindest, so die Dauermotivation sehe ich da jetzt nicht. Aber das ist, den kostet auch nur am Anfang und schlecht 50 Euro, keine 60 oder 70, wie es ja heutzutage üblich ist. Ist man noch zu verkraften. Aber wenn... Ich weiß nicht. Ja schon dabei. Schneller geht's nicht. Es gibt bestimmt einen schnelleren Weg, aber ich kenne das einfach nicht. Man kann sicherlich auch irgendwo... Warte mal, ich drücke einfach mal ein Knöpfchen. Aber jetzt spiele ich auch gerne dabei. Kann man denn hier Schlachtfeld schlafen? Nee, kann ich nicht. Ich dachte vielleicht, dass ich irgendwo mal runter skillen kann. Aber
aber ist nicht. Ist denn hier irgendwo mal so Magie? Ist hier noch so ein Teil? Nee, ne? Da ist er schon wieder fast da hinten. Da ist er schon wieder fast da, wo er hinten ist. Er hat genauso viel Energie wie groß. Ich bin einfach nur zu doof für das Spiel. Jetzt gibt's aber die Visage. Ja, ich weiß. Ich kann nichts dagegen tun. Außer vielleicht hier nochmal reingucken, ob da was Nützliches drin ist. Nein. Nein. Ich muss mal gucken, ob ich irgendwie so mal gut ist, sonst war es dann gleich wieder. Gib Gas. Da irgendwo noch so ein Magie-Ding, Behälter, Kasten, weiß schon, was rumliegt. Ja, eventuell, nee. Da eventuell, nee. Weiß auch nicht, ob die Gegner das ab und zu mal random fallen lassen oder ob das bloß in solchen. Solchen, du weißt schon, was drin ist. Da ist hier auch noch was drin. Ach, jemand, du sollst hier. Ist ja was drin. Oh, guck mal an. Auch nicht immer die falschen Tasten drücken. Klasse. Und warum kommen die, die jetzt hier rumstehen, warum kommen die nicht mit zu dem Typ und machen den platt? Ich bin schon einmal nur zu doof dafür. Ich bin zu doof für das Spiel. Mal, das ist ja schon wieder fast hinüber. Wie viel Schaden der jetzt hier macht, das ist ziemlich normal. Ne, Leute, ich glaube, ich bin da zu inkompetent für mich. Alter Finne. Ja, gut. Keine Ahnung. Ich werde es nochmal probieren und werde es nochmal zurechtschneiden, weil wenn wir das jetzt noch ein drittes Mal angucken gemeinsam, das macht ja wenig Sinn. Irgendwie muss es ja funktionieren. Ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich nochmal. Also das würde ich schon gerne noch schaffen. Ich will ja wenigstens mal das Skill-Menü noch sehen. Gut, willkommen zurück bei Hyrule Warriors. Ich habe mittlerweile rausgefunden, wie man das Ding besiegen kann. Und zwar halt zurück. Und zwar einfach mit Bomben zu hämmern. Dann kriegt der Felder da zu Boden, kriegt da seinen komischen Ring, wo wir halt mehr Damage machen. Oh, guck mal, da sieht es nämlich schon ganz anders aus. So, und einfach den hier machen, wenn er dann mal zu uns guckt. Ich habe eine Stunde hier probiert und nie hast du das hingekriegt. So, einfach den hier machen. Wenn er denn mal nicht die ganze Zeit dumm rumspringen würde. So, zack, 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 zack. Jetzt klappt es komischerweise wieder nicht. Vorführeffekt, geil. Geh mal nicht auf die Eier, ey. Er macht's nicht. Egal, wisst ihr, dann machen wir jetzt einfach den hier. So, Schnauze voll. Okay. Hätte ich vielleicht auch einfach eher mal probieren können. Bloß es hat halt den Anschein gehabt, als ob mir das gar nichts aufmachen würde. Aber man muss
das wirklich 5, 6, 7 Mal machen, bevor er da umfällt. Oh mein Gott, das ist ja fast wie bei Mario. Als ob die vier jetzt irgendwas ausgerichtet hat. Wir können Contessengel da nicht finden. Hoffentlich ist sie wohl auf. Wir brauchen deine Hilfe, um sie zu finden. Erweise dich als Held, der dieses Gewand würdig ist, Link. Warum es keine Sprachausgabe gibt? The Triforce is the harmonious union of power, wisdom, and courage. It has been the object of countless battles between the forces of light and darkness. Each time the Triforce fell into the clutches of evil, Hyrule was plunged into misery. But in every age, a hero, clad in green, would restore peace to the land. During one of these dark times, the legendary hero split the spirit of evil into four fragments, sealing each away to finally break the cycle of destruction. Three of the fragments were scattered across time and space. The final fragment was sealed in a sacred temple built upon holy ground, imprisoned by the blade of evil's bane. Mysterious, mysterious. Die Armeen der Verderbnis. Kampfstatistik: Schlacht gewonnen, 3000. Kampfdauer 16 Minuten. Besiegt 1753. Du hast Rubine gesammelt. Rubine kannst du in verschiedenen Bereichen des Bazars ausgeben. Ritterschwert, neue Waffen und nochmal Ritterschwert. Klasse. Neue Materialien, irgendwelche Schuppen und Lumpen. Freigeschaltet, freier Modus, andere Modus, Herausforderungen, Galerie. Ab sofort kannst du auch als Impa spielen. Neue Waffe, Langschwert, neuer Orden, einer gegen alle. Was? Nein.